sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch dieses Jahr zum Fest der Freude ganz herzlich begrüßen. Nicht nur hier am Platz, sondern auch vor den Fernsehbildschirmen. In den letzten 4 Jahren war das Wetter uns sehr hold. Dieses Jahr müssen wir alle ein bisschen tapfer sein und ich hoffe, Sie haben genug Regenschutz und warme Sachen da. Wir glauben fest daran, dass wir das Programm heute durchziehen können. Zu Beginn hörten Sie die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Adam Fischer mit einer Uraufführung der Fanfare mit dem Titel Hier und Jetzt von Kurt Schwerzig. Der international bekannte... Da ist noch immer sehr verbunden. Also einen Riesenapplaus für die Wiener Symphoniker Adam Fischer und Kurt Schwerzig. Im Sinne der Wetterfühligkeit der Instrumente werden sich die Musiker jetzt zurückziehen und wiederkommen. Wir sind heute hier, um zu feiern und um uns zu freuen. Und es erwartet Sie ein großartiges musikalisches Programm. Aber die Frage ist, warum heute? Warum am 8. Mai und warum ausgerechnet hier? Der Autor und Historiker Doron Rabinowitsch sieht das so. Das ist das Fest der Freude, denn glücklich ist, wer nicht vergisst. Das war der Tag, an dem der Sieg dem Krieg den Garaus machte. Das ist das Fest der Freude, weil damals dem Morden ein Ende gesetzt wurde. Und zwar nicht nur auf dem Schlachtfeld und nicht nur in den Lagern, sondern überall im ganzen Land wurde Schluss gemacht mit den Massakern. Wir feiern die Befreiung von Unrecht und Vernichtung. Wir freuen uns über den Frieden und erfreuen uns der Freiheit. Das ist das Fest der Freude, die wir uns durch niemanden nehmen lassen, doch schon gar nicht von denen, die früher hier jeden 8. Mai mit rot-schwarz-gelben Schärpen aufmarschierten, um sich ausgerechnet an diesem Datum der Trauer hinzugeben und die Niederlage des nationalsozialistischen Reiches zu beweinen. Wer den Millionen Gefallenen ehrlich gedenken will, beklagt nicht den Ausgang, sondern den Ausbruch des Krieges. Am 8. Mai 1945 wurde mit dem Nationalsozialismus auch der Faschismus bezwungen. Die Niederlage der Nazis ist unser aller Triumph. Sie war die Voraussetzung für ein neues Österreich, für ein demokratisches Deutschland, für ein freies Italien und für ein unabhängiges Frankreich. Sie ist die Grundlage des vereinten Europa jenseits von Antisemitismus und völkischer Propaganda. Hätte die Wehrmacht den Krieg gewonnen, wäre die Vernichtung dessen, was einst unwertes Leben und Untermensch genannt wurde, noch lange nicht beendet. Die Männer hätten vor allem Soldaten zu sein und die Frauen die Gebärkanonen für neue Regimenter. Von Stacheldraht wären wir umgeben und unsere Heimat läge im Schützengraben. Da geht eine Grenze zwischen Faschismus und Demokratie. Es ist die Grenze auf Leben und Tod. Das ist die Außengrenze, die geschützt werden muss. Und jenen, die von Zeiten träumen, da sie unseren Nachbarn zum Flüchtling machten, sagen wir, aus dem Flüchtling machen wir nun unseren Nachbarn. Und jenen, die treu... Und jenen, die treuherzig behaupten,
Sie seien die Juden von heute, denen sage ich, da irrt euch mal nicht. Denn wir Juden von heute, wir ducken uns nicht, wir kuschen nicht, wir feiern gemeinsam mit den anderen, die aufstehen gegen den Hass. Denn wenn sie gegen Minderheiten hetzen, dann sollen sie wissen, die Minderheiten sind wir alle. Und wir sind schon lange die Mehrheit. Aber eine Mehrheit, die nicht mehr schweigt. Wir feiern Europa, wir leben die Vielfalt. Wenn Sie nach einem starken Mann rufen, wählen wir die Demokratie. Wenn Sie Angst schüren, zeigen wir Zivilcourage. Wir alle sind die Helden für diesen Platz. Vielen Dank, Doron Rabinowitsch, für diese klaren Worte. Der Veranstalter des Festes ist auch dieses Jahr das Mauthausen-Komitee und so bitte ich dessen Vorsitzenden und unermüdlichen Kämpfer für die gute Sache, Willy Merny, um seine Begrüßungsworte.